herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir sind wieder dabei, die Schiffe zu behandeln und gucken sie uns im Detail für euch an. Und da haben wir uns heute was ganz Besonderes rausgesucht. Ein sehr beliebtes Schiff, und zwar die Consolidated Outlands Mustang Delta. Die ganze Mustang-Baureihe ist tatsächlich auch ein Starterschiff. Ja, und jetzt gegenüber der Aurora müsste man sagen, so die Aurora ist ein Allrounder, die lässt sich mit ganz vielen Dingen ausstatten, ist sehr robust, ist auf Einfachheit und auf Vielseitigkeit ausgelegt. Bei der Mustang Starter-Reihe ist es so, dass die eher spezialisierte Designs anbietet. Das ist so der große Unterschied. Genau, und das Spezialisierteste mit Sicherheit ist definitiv die Delta. Die ist ein leichter Jäger und ist tatsächlich für den militärischen Gebrauch, also in Form von Milizen, nicht so sehr, glaube ich, für die Navy und ähnliches, aber in Form von Milizen und Patrouillen, dafür ist sie ausgelegt und kommt daher mit einem auch für Jäger sehr modernen und sehr ungewöhnlichen, stylischen Verhalten daher. Sie werben halt mit Kunststoffen und speziellen Legierungen, die dieses Schiff halt sehr, sehr leicht machen und der Hülle eine begrenzte oder eine gewisse Haltbarkeit geben. Bei der Delta jetzt im Einzelnen ist es nochmal so, dass da ein zusätzlicher Schutz eingebaut wird, eine stärkere Panzerung, die gleichzeitig auch noch Sensorstrahlen ablenken soll. So ist es, ganz genau. Das Ganze ist noch ein Prototyp übrigens, also im geschichtlichen Hintergrund sozusagen ist es ein Prototyp, der für die UEE gebaut wurde und jetzt aber schon freigegeben wurde, eben für Grenzmilizen und so weiter. Daher kommen wir jetzt mal auch zu der Rolle, die das Schiff einnehmen soll, und zwar zu unserer ersten Kategorie mit Fokus und Features. Gar nicht so einfach bei der Delta. Ja, wahrscheinlich ist es ein leichter Jäger, würde ich jetzt als Klassifizierung wagen. Die Vorteile dieses Schiffs als Jäger liegen in Beweglichkeit, Agilität statt Ausdauer und ja, sichere Panzerung und Schilde. Ja, richtig, so ist es. Ja, und dazu kommt eben noch, was Wiesen schon erwähnt hat, diese Sensorabschirmung. Also da gibt es eine bestimmte Panzerung, das ist die Cavalry Class Mass Reduction Armor, die da eingebaut ist und die vor allem eben dazu sehen soll, dass die optische Signatur sich verändert, insbesondere in Bezug auf eben Cross-Section-Raketen zum Beispiel. Ja, und von da aus geht es dann auch weiter, dass man sagt, es handelt sich hier um einen reinen Raumjäger, schönes Wort. Und zwar hat er interessanterweise noch eine kleine Ladekapazität dabei, nämlich 10 SCU, soweit ich weiß, was es auch so ein bisschen unterschiedlich macht zu anderen Raumjägermodellen, und man kann eben dazu sagen, es geht hier tatsächlich um reine Beweglichkeit und Agilität, und dann gibt es noch einen kleinen Nachteil. Ja, ein kleiner Nachteil ist gut. Dieses Schiff hat als Jäger tatsächlich keinen Schleudersitz. Ich wiederhole es nochmal. Dieses Schiff hat als Jäger tatsächlich keinen Schleudersitz. Schwer vorstellbar, ja, man ist im Kampf. Man merkt, das Schiff brennt, weil die Mustang nun mal auch ein bisschen anfällig ist für Brände. Ja, jeder kennt das Bild im Ladebildschirm schon. So fühlt sich das an. Abschnallen, ja, da hat die G-Kräfte, dann rein in den Tunnel, Leiter runter, irgendwie unten noch die Luke aufschrauben. Ein Tritt, Luke auf und raus. Also, ich hoffe, dass da tatsächlich noch ein Feature nachgesteckt wird. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ja, von daher gehen wir jetzt auch direkt rüber zu unserem nächsten, nämlich Stats und Weapons. Also man kann in jedem Fall sagen, ich beginne mal mit den Stats, ja, eher mein Thema als die Waffen. Grundsätzlich muss man sagen, 18 Meter lang das Schiff, 13 Meter breit und nur 13 Tonnen schwer. Das ist tatsächlich relativ leicht. Im Vergleich die Super Hornet 23 Tonnen, gute 10.000 Tonnen mehr. Also da ist ordentlich was weggelassen worden sozusagen. Es ist sehr viel leichter konstruiert, das ganze Schiff. Dazu kann man sagen, es gibt auf jeden Fall zwei Tier 2 Engines, also Magma Jet Engines nennen die sich. Könnte unter Umständen möglich sein, es ist von uns gerade jetzt aber noch nicht richtig gesichert, dass man das sogar auf 3 Engines ausbauen kann. Das heißt, dann hätte man das von der Gamma noch drin, das Mitteltriebwerk, und würde vielleicht nochmal die Engine Power erhöhen. Ist aber jetzt auch schon nicht schlecht. Dazu kommen noch Tier 1 Manöver Thruster, 8 Stück davon. Ist ähnlich wie die Super Hornet, hat auch 8 Stück. Also da gibt es auf jeden Fall viel Manövrierfähigkeit. Gegenüber der Super Hornet sind es aber nur Tier 1 Manöverdüsen. Das ist schon ein Unterschied. Die sind nicht ganz so beweglich und nicht ganz so gut ansteuerbar. Ja, so ist es. Ja, und Schild und Power, momentan können wir sagen, sind keine festen Angaben. Wir haben es jetzt vom Holotable nicht wegnehmen können, was wirklich die Schild und die Power ist. Wir können es aus den Stats ableiten von der Seite, aber das ist nicht so ganz sicher, ob das jetzt alles so stimmt. Deswegen markieren wir das auch in der Darstellung. Also Schild fühlt sich an wie ein Size 2 Schild. Ja, das kann ich da auf jeden Fall zu sagen. Hat auch in der Standardausführung erstmal nur 2 Projektorflächen, vorne und hinten. Das heißt, ich habe da auch weniger Flexibilität
beim Einstellen der Schildpräferenz. Genau, so ist es. Das Powerplant soll angeblich ein Size 3 Powerplant sein. Das können wir, wie gesagt, nicht verifizieren. Aber was das Schiff, und damit schließen wir die Stats ab, auf jeden Fall auch noch hat, ist ein Sprungantrieb. Das sollte man auch an der Stelle nochmal sagen. Ja, und dann viel Spaß mit den Hardpoints. Hardpoints sind jetzt hier wirklich ein beachtliches Setting. So, wir haben tatsächlich wenig Power in der Panzerung, in den Schilden, aber die Hardpoints erinnern einen schon fast an schwere Jäger oder an schwerere Jäger oder mittelschwere Jäger. Wir haben nämlich tatsächlich vorne einen kleinen Zwillingsturm, wie wir ihn auch kennen bei der Super Hornet, mit zwei Size 1 Waffen, die vom Piloten beweglich gesteuert werden können. Unter den Flügeln finde ich jetzt nochmal auf jeder Seite zwei Hardpoints der Größenkategorie 2. Das heißt, auch da kann ich jetzt Festwaffen anbringen, die eine ordentliche Größe mit sich bringen. Allerdings wird das Schiff für die Flügel nicht mit Gimbal Mounts geliefert. Richtig. Das heißt, da hat man schon mal, wer aufmerksam zugehört hat, eine Divergenz, nämlich zwischen beweglichen Waffen und zwischen unbeweglichen Waffen. Aber das wirst du jetzt gleich nochmal bestimmt erklären, wenn du auf die Standardbewaffnung kommst. Genau. Wir gehen jetzt mal in die Standardbewaffnung rein. Wir vergleichen hier wirklich nur die Standardbewaffnung, damit wir eine Präferenz oder damit ihr wisst, was ihr kauft. Wir haben hier unter den Flügeln als erstes zu nennen diese schweren Size 2 Badger Repeater von Klaus und Werner. Die haben eine sehr, sehr hohe Feuerkadenz und haben auch eine erstaunlich gute Durchschlagsleistung. Mit 2500 Meter die Sekunde ist das Geschoss unterwegs, recht schnell, und eine Reichweite von 3125 Meter. Ziemlich weit. Ja, das ist sehr, sehr weit im Laserbereich. Und dazu kommen jetzt noch die Laser-Bering-Kanonen, die leichten M3A-Kanonen auf dem kleinen Turm. Diese Size-1-Waffe ist jetzt von der Reichweite bei 2025 Meter. Das weicht jetzt ein bisschen natürlich ab von der Badger. Ja, die kommen dann später zum Tragen. Die ist auch von ihrer Durchschlagsleistung nicht so stark. Allerdings in der Kombination mit den Badgern kann man da schon einiges erreichen. Ich denke mal, die größte Besonderheit bei dem Schiff sind die Rocket Pods, die unter dem Bauch angebracht werden, an diesen zwei Hardpoints, die jetzt noch übrig bleiben, der größte zwei. Diese Rocket Pods sind jeweils mit 18 Raketen bestückt und haben eine erstaunliche Durchschlagsleistung. Da habe ich schon gesehen, wie ganze Hornet Cockpits einfach verschwinden mit ein paar Treffern. Die fegen auch die Schilde sehr, sehr schnell weg und sind auch gegen große Schiffe wie eine Conny erstaunlich gefährlich und effizient. Diese Rocket Pods sind aber nur Dumpfire-Raketen. Das heißt, die schießen wie eine Projektilwaffe nur geradeaus und haben eine erstaunlich niedrige Abschussgeschwindigkeit. Ja. Wir haben da nur 900 Meter die Sekunde. Das heißt, das klafft jetzt von Energiewaffen sehr, sehr weit auseinander von der Geschossgeschwindigkeit. Die Reichweite ist mit 2520 Metern allerdings recht üppig gesehen. Und hier kommen wir auch schon zu den kleinen Problemchen mit dem Schiff an sich, und zwar und gerade mit dieser Standardwaffenausstattung. Denn wie Wiesen schon sagt, das nehme ich jetzt mal auf, es klafft alles relativ weit auseinander. Das heißt, wir haben einmal bewegliche Waffen unten in der Nase drin, wir haben feste Waffen an den Flügeln. Das alleine sind schon zwei völlig unterschiedliche Arten zu zielen und damit anzufliegen. Und wir haben dann noch die relativ langsamen Rocket Pods, die eben noch dazukommen und die euch auch noch die Pips auseinanderziehen. Das heißt, da ist es schon ein bisschen Kunst gefragt, um das alles richtig aufs Ziel zu bringen. Also man sollte die trennen voneinander, dass man sagt, okay, man schießt einmal mit den Rocket Pods auf einem Knopf und mit der Energiewaffenbewaffnung auf dem anderen Knopf. Vorteil ist jetzt allerdings, dass ich diese Rocket Pods wirklich auch, wenn ich das noch nicht geübt bin, wenn ich das noch nicht geflogen bin, noch nicht genug Erfahrung damit habe, kann ich die auch einfach abziehen und stattdessen noch zwei andere Waffen ranhängen. Am besten da ähnliche Waffen, die dann auch fixt sind. Und ein kleiner Tipp noch an der Stelle ist, Gimbal Lock, also die bewegliche Waffe des Turmes auszuschalten, ist für den manchen, für den einen oder anderen wesentlich einfacher, um damit schon mal zu treffen. Genau, und wo wir jetzt gerade noch bei Umbauten sind, da kamst du auf eine sehr schöne Idee, was du nämlich mal testen möchtest, gerade was die Rocket Pods angeht. Ne? Ja, ich habe festgestellt, dass man diese Rocket Pods wirklich auch an die äußeren Dinger ranbauen kann. Das heißt, mein Versuch wäre jetzt mal mit vier Rocket Pods in die Arena zu gehen und zu gucken, ob ich dann nicht dementsprechend mit diesen ganzen Raketen doch durchschlagend bin. Mal gucken. Apropos Versuch, denn wir machen jetzt nämlich auch den Live-Versuch sozusagen hier. Und zwar, Wiesen hat das Ganze das dem Flight-Test unterzogen. Ja, und was ist dabei denn rausgekommen? Also die Mustang ist tatsächlich im Flug für einen neuen Piloten erstmal beeindruckend, weil wir eine wundervolle Sicht haben. Ja, es gibt kein Cockpit für mich jetzt, so was so
von der Übersicht wirklich um die ganze Peripherie abdeckt und nach vorne und keinen Querbalken hat. Wir haben hier tatsächlich eine sehr, sehr gute Kampfkontrolle und einen Überblick über alles, was passiert. Alle Konsolen oder Multifunktionsdisplays, die bei anderen Jägern verbaut werden, fehlen hier gänzlich. Wir haben nur ein ganz kleines Element und drumherum das HUD. Das heißt, wir setzen hier auf ein voll funktionsfähiges HUD mit allen wichtigen Angaben und lassen den ganzen Rest weg. Das ist echt erstaunlich. Aber hallo, ja, das ist was Besonderes, wenn man jetzt auch die Cutlass zum Beispiel kennt oder andere Schiffe, wo dann auch noch Teile ausgelagert werden, auf die Multifunktionsdisplays, um eben das HUD freizuhalten. Da muss man eben sagen, Hier wurde nicht auf jeden Fall mit den Kosten gegeizt. Das heißt, hier wurde wirklich das Geld investiert von der Firma, dass man sagt, wir haben jetzt alle Angaben, die wir brauchen im HUD, oben drin. Für ein Einsteigerschiff in der Jägerklasse ist das auf jeden Fall was Besonderes. Dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Gebrauch der Waffen. Da durch diese unterschiedlichen Waffentypen und auch durch beweglich und fest ist es tatsächlich viel, viel Übung gefragt, um alle Waffen gleichzeitig zum Tragen zu bringen. Man kann Gimbal Lock einsetzen, wie ich schon gesagt habe, um Waffen fix zu schalten. Ist natürlich ein bisschen schade, weil wir jetzt hier dann die beweglichen Turm gar nicht mehr wirklich nutzen. Leider an der Stelle auch kann man den Turm nicht ersetzen gegen eine andere Waffe. Auch der ist fest verbaut. Das würde es nochmal einfacher machen. Das ist schon mal ein Minuspunkt für die Delta beim Fliegen. Die bessere Panzerung oder diese sensorabschirmende Panzerung macht sich bemerkbar, wobei zum jetzigen Patch-Zeitpunkt die Raketen nicht so gefährlich sind. Mhm, insgesamt nicht, ne? Insgesamt gerade. Mhm. Aber das spricht auch nochmal für den Rocket Pod, weil der ist nämlich dann mit der erstaunlichen Zerstörungsgewalt durchaus gefährlich. Ich komme jetzt mal zu den reinen Flugeigenschaften. Dieses Schiff ist im Strafing-Bereich. Oben, unten, links, rechts ist dieses Schiff erstaunlich agil. Das braucht man aber auch, um halt wirklich schweren Waffen auszuweichen. Ja, gerade im Strafing kann sie ausweichen. Das ist das Element. Auch im Rollen ist es akzeptabel. Pitch und Yaw, also das Kurvenfliegen, hoch, runter, links, rechts, das ist so ein bisschen zu steif, sage ich mal. Da habe ich nicht genug Kontrolle für meinen Geschmack, um da ordentlich zu zielen. Das mache ich dann lieber mit Strafing ebenfalls. Okay, alles klar. Jetzt dann vollständig zum Abschluss das Rollverhalten? Das Rollverhalten ist ganz gut. Also damit kann man ausweichen, sollte man auch das Rollen benutzen, weil dann kann man diese kleine Silhouette auch ganz sinnvoll benutzen, um sich dann so rauszudrehen aus dem Feindfeuer. Genau, ein Fragezeichen entsteht bei uns noch, wenn man sich die Geschwindigkeiten anguckt. Das ist erstaunlich, weil ich dachte, es handelt sich um einen leichten Jäger. Jetzt haben wir aber hier nur 210 Meter die Sekunde im Combat Speed, was deutlich zu langsam ist, wenn man sich jetzt mal die Hornet anschaut, die ja dann schon 15 Meter die Sekunde schneller ist. Ja, das ist halt eindeutig zu langsam. Die Super Hornet. Die Super Hornet, ja. Dieses schwere Koloss ist gegenüber der Delta schneller. Das heißt, wir kommen auch nicht weg, wenn uns jetzt so ein Monster da verfolgt. Und dann muss man am Jäger, an dem Feindlichen dranbleiben und eher drumherum strafen und versuchen, sich nicht treffen zu lassen, wie so eine kleine Mücke. Mhm. Und dann haben wir auch das Problem, dass wir im Cruise Speed nur 830 Meter die Sekunde erreichen, was halt jetzt für Verfolgungsjagden oder fürs Abhauen auch ein bisschen langsam ist. So ist es. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Diese Werte können sich alle immer noch ändern. Das ist alles wirklich mitten im Balancing. Im Grunde genommen, die ganzen Stats können sich ändern, aber gerade an den Geschwindigkeiten wird gerade noch sehr, sehr viel gebastelt und gearbeitet. Der Nachbrennervorrat, das wollte ich nochmal unterstreichen, der ist tatsächlich im Manövrieren und im Ausweichen sehr, sehr wichtig und der ist auch wirklich, wirklich in großem Maße vorhanden. Das heißt, ich kann dann mit Afterburner das Ding halt mal auf eine Spitzengeschwindigkeit bringen oder halt schnell zur Seite wegstraven und das muss man dann auch machen. So ist es, genau. Apropos, das muss man auch machen. Jetzt kommen wir mal zu unserem Fazit der letzten Kategorie. Und da stellt sich natürlich zur anderen erstmal die Frage, für wen ist die Delta das Richtige? Also, es ist ja eigentlich ein sehr, sehr günstiges Schiff gewesen. Damals, als sie eingeführt wurde, war sie tatsächlich $100 günstiger als die Hornet. Für den Preis von damals $65, ja, als Super Hornet. Als die Super Hornet, Entschuldigung. Ja. Für $65 war das Schiff dann im Sale. Da muss man wirklich sagen, das ist erstaunlich viel Waffen, erstaunlich viel Jäger für den Preis. Mhm. Allerdings, wenn ich jetzt überlege, dass es ein Starterschiff sein soll und ich habe keinen Schleudersitz dabei, ich habe keine gute Panzerung und ich habe auch keine gute Hülle, die mich schützt,
dann finde ich das eigentlich unverantwortlich, da jetzt einen Greenhorn-Piloten da reinzusetzen, weil der hat ganz schlechte Überlebenschancen. Genau, unser Empfinden ist tatsächlich eher, dass die Mustang Delta etwas für Kampfjockeys ist. Das heißt, für Leute, die jetzt vielleicht nicht an vorderster Front ständig sozusagen diesem Druck des Kampfes in der Navy oder tatsächlich einem Militär ausgesetzt sind, sondern welche, die in Form von Milizen, in Form von Söldnerarbeit und ähnlichem auf den Kampf aus sind und wissen, sie können damit austeilen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann vielleicht doch lieber auf die großen Jungs warten. Vielleicht ist es Feuerunterstützung, was das Schiff halt auf jeden Fall bietet, ne? Mit den Waffen. Vielleicht ist es für erfahrene Piloten wirklich spannend, halt diese Strafing-Eigenschaften auszufliegen. Für junge Piloten ist es sehr, sehr gefährlich. Genau, also das sei auf jeden Fall unser Hinweis an der Stelle. Ja, das war es auch für diese Folge jetzt. Bleibt dran und guckt, dass wir weitere Schiffsguides machen und euch mehr Schiffe vorstellen. Wie gesagt, votet bitte in den Kommentaren für die Schiffe, die ihr gerne sehen wollt in diesen Guides. Und ansonsten schenkt uns ein Abonnement, das freut uns ganz, ganz besonders. Und liked uns, disliked uns, sagt uns, was wir anders machen sollen. Und wenn ihr uns ganz besonders unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil und guckt mal, ob da was für euch ist. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, in solchen Sinne, vielen Dank, Wiesen. Bitteschön. Genau, wir machen uns jetzt mal auf zum nächsten Schiff. Mal sehen, was wir uns da vornehmen. Und ansonsten verabschieden sich Wiesen und Sawyer jetzt an dieser Stelle mit einem See you on the flight deck!